heute zusammengekommen ist, nicht nur aus Parteien, sondern dass auch der Chaos Computer Club heute da ist und viele Menschen einfach mitgelaufen sind. Wenn wir zurückblicken, wir hatten viele Demos, Freiheit statt Angst, indem wir einfach gegen Videoüberwachung kämpfen mussten. Das war eigentlich schon genügend. Und was haben wir jetzt? Was haben wir alles bekommen in den letzten Monaten und Jahren an neuen Gesetzen? Ich kann es euch gerne auflisten. Wir fangen an. Wir haben einen Staatstrojaner. Das bedeutet, unsere eigene Regierung versucht, uns Bürger zu hacken. Wir können uns unsere eigenen IT-Systeme nicht mehr sicher sein. Und das gilt sowohl für uns privat als auch für die gesamte Wirtschaft. Was dabei rauskommt, haben wir gesehen, nicht nur durch WannaCry. Das können wir nicht weiter zulassen in Zukunft. Dazu ist die bereits gekippte Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt worden. Wir haben eine ausufernde Videoüberwachung. Wir sehen, sie läuft sie schon wieder rum. Und wir haben eine absolute Schleifung des Datenschutzes mit dem sogenannten Datenschutzanpassungsgesetz, das ich als Datenschützerin so nicht hinnehmen kann und werde. Das BKA-Gesetz, die BND-Reform, sie alle schlagen in dieselbe Lücke. Sie schränken unsere Grundrechte immer weiter ein. Wir haben statt mehr Sicherheit, was uns versprochen wurde, lediglich mehr Überwachung bekommen. Das ist ein ganz schlechter Deal. Wir sind Bürger, die im freien Land leben möchten, in einer freien Gesellschaft. Stattdessen werden mehr Daten erfasst, immer kritischere Daten erfasst, sie werden weiter vernetzt und immer weiter gegeben. Und das Ergebnis sehen wir. Gestern wurde Equifax gehackt. Das heißt, Millionen von Bürgern haben ihre Kreditkartendaten jetzt im Internet. Wunderschön. Ihre Krankheitsgeschichte. Alles. Und statt dass man bei uns in Deutschland sagt, das wollen wir nicht, wir werden die Daten nicht von euch sammeln, wir schauen auf Datensparsamkeit, versucht man uns auch die Datensammlung schmackhaft zu machen. Das ist einfach nur Irrsinn. Sorry. Außerdem möchte ich nicht, dass ich bei jedem Flug, bei jeder Bahnfahrt und überall mein Gesicht erfassen lassen muss. Dass ich nicht mehr mein Handy benutzen kann, ohne dass jeder weiß, wer, wann, mit wem, wo ich telefoniere. Das ist eine Vollüberwachung, die unser Verhalten einschränkt, unsere Freiheit einschränkt und die freiheitliche bürgerliche Bewegung. Bei der Erfassung der Kennzeichen wurde uns versprochen, das sei nur für die Maut. Ein paar Wochen später hieß es, naja, nur für Terror. Da können wir das doch nehmen, ausnahmsweise. Inzwischen soll es für kleine Parkdelikte genommen werden. Das heißt, jedes Auto, das auf die Autobahn fährt, wird erfasst. Der Bewegungsradius jedes Menschen. Wir verknüpfen das Ganze mit den Handydaten und so weiter. Das heißt, wir werden ein gläserner Bürger, statt dass wir einen transparenten Staat haben, der auf uns aufpasst. Wenn wir on top jetzt noch die wunderschöne Gesichtserkennung bekommen, die am Südkreuz in Berlin so massiv getestet wurde, und klar, unsere Bundeskanzlerin soll das Ganze innerhalb eines Jahres auch in allen anderen großen Bahnhöfen eingeführt werden. Das heißt, wir können uns nicht mehr frei bewegen im ÖPNV. Sorry, sofern wir weder Sicherheit noch Nutzung der Bahn. Und selbst unser lieber Innenminister de Maizière hat gestern bei Weibler Illner bestätigt, wir haben weder einen Anstieg der Kriminalität, noch bringt es was, wenn wir die Überwachung weiter ausweiten. Warum also? Anstatt dass wir einfach mal vernünftig über Datensicherheit reden, dass wir darüber reden, über die Digitalisierung für eine positive Zukunft nutzen können, bekommen wir repressive Landesgesetze. Das ist in Baden-Württemberg das sogenannte Antiterrorpaket und in Bayern die wunderschöne Vorbeugung der Unendlichkeitshaft, die ich immer noch für verfassungswidrig halte. Die gesamten Gesetze wurden durchgepeitscht. Wir haben es vorher gehört. Teilweise während einer Fußball-WM oder wenn gerade nicht viel los war. Das letzte Paket ging in 87 Sekunden durch, während alle noch über die Ehe für alle sich gefreut haben. Das ist nicht fair. Das ist ein Thema über nicht angemessen. Wir brauchen eine breite politische Diskussion, auch in der Öffentlichkeit, darüber, was wir in Überwachung möchten und was eben auch nicht. Denn wir müssen uns bewusst machen, all diese Gesetze bestimmen letztendlich, wie sich unser gesamter Staat und wie sich unsere Gesellschaft in Zukunft verändern wird. Welchen Stellenwert die Freiheit und die Grundrechte noch bei uns haben werden und können. Nicht nur für uns, sondern auch für die kommende Generation. Trotzdem ist es kaum ein Thema. Über was wurde denn geredet bei einem großen Kanzlerduell? Über die wunderschöne Sicherheit und über die Flüchtlinge. Haben wir darüber geredet, wie wir wirklich die Bürger schützen? Wie wir wirklich die Digitalisierung nutzen? Wie wir wirklich die Wirtschaft voranbringen? Nee, überhaupt kein Wort und über Soziales gleich zweimal nicht. Ich erwarte übrigens von allen Parteien, die heute auch mit uns gelaufen sind, von allen NGOs, dass sie sich klar machen, wie wichtig dieses Thema ist.
dass es die gesamte Gesellschaft durchdringt. Und dass es nicht nur heute im Wahlkampf interessant ist, nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern es ist ein Thema, das man immer bearbeiten muss, immer im Hinterkopf behalten muss und nicht aufgeben darf für eine Koalition oder sonstige Verhandlungen. Nehmt es euch bitte zu Herzen. Und ich werde keinem vorwerfen, wie er abgestimmt hat. Ihr könnt selber im Internet nachschauen, wer wofür gestimmt hat. Und da zeigt sich klar, wer für die Grundrechte eintritt und wer sie einfach wegwirft, wenn es nicht mehr interessant ist. Aber unsere Grundrechte sind das Fundament, auf dem unsere gesamte Demokratie doch aufbaut. Ich sage immer, erlaube deiner allerliebsten Regierung nur das. Dieses Werkzeug, was du auch der allerschlimmst Denkbaren erlauben würdest. Und im Moment geben wir leider ein Werkzeug aus der Hand, das viel zu gefährlich ist. Deshalb stehen wir heute hier zusammen. Deshalb kämpfen wir weiter für die Grundrechte. Ich danke allen, die heute dabei waren, für eine freie Zukunft. Vielen Dank.